Hallo zusammen, hier ist wieder Euchela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar leveln wir heute meinen Monk wieder ein bisschen weiter, hier den Magar-Ork. Und ja, ich bin mittlerweile schon hier Stufe 31, wir sind mitten in der Instanz drin, weil wir jetzt zum Ende der letzten Episode noch schnell eine Inni gehen wollten. Und dann sind wir natürlich hier in die Höhlen des Wehklags gekommen, die leider nicht so ganz schnell machbar ist. Mit 12 Bossen bist du da doch ein bisschen beschäftigt. Und diesmal quasi in der Instanz. Jetzt muss ich bloß die Dialoge hier ein bisschen runterschrauben, weil so langsam sagt mir die Stimme von dem Magar-Ork doch nicht mehr so ganz zu. So, was habe ich jetzt alles drauf? Ich habe einmal den Dings-Buff drauf, ne? Erleuchtet-Buff habe ich noch 7 Stunden gesteckt und ich kann mir jetzt hier nochmal so ein Fläschchen einschmeißen. Den Timer können wir auch anmachen, dass wir wissen, wo wir stehen. Ich bin jetzt gerade überlegen, könnten wir den nicht eigentlich auch skippen? Den hätten wir wahrscheinlich skippen können, ne? Doch, hätten wir. Ja, okay. Na komm, dann ziehen wir den Gammler einfach mit. Kacke, dass ich noch keine Eigenheilung habe, ne? Das nervt mir so ein bisschen. Aber rollen kann ich, ne? Wie ein ganz großer. Ja, du hier, das... Obwohl, wahrscheinlich, wenn du hier ganz am Rand laufen würdest, könntest du vielleicht sogar auch vorbei. Zieh die Mobs mal hinter die nächste Ecke. In der ersten Folge habe ich schon von 21 quasi auf 31 10 Level. Das war schon tough, ja. Ganz so schnell werden wir es wahrscheinlich jetzt nicht mehr schaffen. Außer wir kommen ein paar Mal verlies, ne? Dann ist es auf jeden Fall drin, aber die Ehre hatten wir leider noch nicht, ne? Die hatten wir leider noch nicht, die Ehre. Ja, aber 10 Level ist schon mal ordentlich, würde ich mal sagen. Aber am Anfang geht's halt, ne? Immer ein bisschen schneller als nach hinten raus. Trotzdem, mit Pain-Nerf braucht man natürlich auf einem höheren Level immer noch mehr. Mehr EP. Achso, jetzt habe ich auch nicht geskillt, ne, nach der letzten Instanz. Das muss ich noch machen. Stimmt. Das muss ich noch machen. Na, wenn wir mal aus dem Combat rauskommen, dann skill ich nochmal um. Muss ich bloß nochmal ganz schnell hier mit dem zweiten Account kurz gucken. So. Na, ich bleib mal stehen mit den Viechern. Dann lass die mal weggehen. Weil hier ist ja auch ziemlich viele kleinen Krimselkram drin. Ah, das wird mir jetzt zu heiß. Nichts Großes. Ja, ich bin mal kurz weggerollt. Na, jetzt geht's wieder. Am besten mal schauen, dass man bei den Tentakeln steht, ne? Dass man hier die auch weggehen kann. Ach shit, ich wollte ja umskillen. Ah. Haut ihr mal schnell um, dann skill ich jetzt aber. Hier den Cheat-Hit-Pedal wollte ich skillen, dann komme ich noch ein bisschen zügiger voran. Kann ich wohl mal anregen. Opex, was möchtest du mir damit sagen? So, naja, gut. Hast du Opex geschrieben, oder wie? Kennst du den? Natürlich, ein Kumpel. Der hat WoW jetzt aufgehört. So, so. Nein! Doch. Einmal mit Profis. Hey, bist du... Ach, fuck it. Aber du vielleicht letztens, ja, ja, hast du ein Mastreds? Sag bitte, dass du ein Mastreds hast. Warte, vielleicht reicht der andere. Schau mal, ich bin ganz unten. Ich bin durch Falling Damage gestorben. Ich hab nicht mal eine Range Meter verdient. Ja, fick dich. Okay, ja, ich lauf rein. Lauft einfach weiter. Die paar Mobs da oben könnt ihr noch so machen, denke ich mal. Lohnt sich das, den einen Boss weghauen und dann runterspringen? Wie meinst du? Da, viel ist es ja nicht mehr. Ja, vielleicht, ihr kriegt den, denke ich mal, auch so, oder? Wahrscheinlich, ja. Dann mache ich schon mal die Mobs hier unten. Die müssen wir dann eh nochmal machen.
Ach komm, ist das bitter. Das ist ein Video. Das ist bitter. Ja, das ist halt einmal mit Profis, ne? Okay, warte, die hauen mich ganz schön zu breit, die Viecher hier. Okay, ich glaube, die kann ich. Ne, die kann ich nicht allein machen ohne Heilung. Du kannst das gut. Viech gleich ansprechen. Ja, ich spreche dann den Dings gleich an. Ja, bin ich ein bisschen zu weit gerollt. Jetzt habe ich auch den Speed mitgeskillt, weißt du? Ja, rollst du dann schon nochmal ein gutes Stück weiter als sonst. Oh, den einen kriege ich dann. Aber gut. Ich hab schon. Ja, gesehen, hier einmal über die. Weil da, ne, nicht Sicherheitsbestimmungen im Gelände einer Brüstung ist. Ja, na, einmal drüber, über den Rand. Naja. Muss ich mich hier mit dem Schlamm zufrieden geben, hilft nix. Was ist down? Jo, wunderbar. Portal einfach raus und wieder rein, das geht eh am schnellsten. Ich mach hier derweil so kleine Viecher kaputt. Der Weg nach oben waren 6 Minuten. Hast du ihn angequatscht, den Typen? Nein, nee. Quatsch den mal an am besten. Meine Heilung, die halt echt gar nichts. Ja, ich hol den schon. Geht. Aber er spawnt ja hier E-Mobs, weißt du? Also du musst hier am Anfang E-Mobs machen, also das hilft alles nichts. Deswegen habe ich die einen Dinos hier auch weggemacht, weil der läuft halt den langen Weg hier und er pullt die leider sowieso. Also du kannst hier auch fast nichts mit dem skippen, weil der ja alles holt. Das Einzige, was du machen kannst, die Mobs, die wir vorhin rangeholt haben, die kannst du halt theoretisch schon mal pre-pullen, aber so viel bringt das leider auch nicht. Da musst du dann leider durch hier. Ich weiß gar nicht, aber das müsste tatsächlich eine der längsten Instanzen sein, die es gibt. So overall, ich glaube selbst Düsterbruch bist du eigentlich schneller durch. Düsterbruch ist auch ätzend, ne? Weil die Mobs halt nervig sind vor allem, aber so vom schieren Zeitaufwand ist das eigentlich eine der längsten. Weißt du, was witzig ist? Hm? In YouTube bist du einfach nur im anderen Dungeon. Ja. Echt? Ja, krass, schau, da siehst du das. Gut lang drin. Ja, der Delay ist halt krass, keine Ahnung daher. Wo wir Dings da waren. Wie heißt es? Ja. Aber aus. Ja, gut, okay. Ja, aus Merzen von Stratholm, da hast du recht. Aber da queust du auch einfach nicht mehr, ne? Wenn du ein gewisses Level hast, queust du nicht mehr Wottel. Alter. Okay, ich brauch das Rollen nicht mehr verwenden, seit ich das Ding geskillt hab. Ich roll halt fünf Jahre weit. Du zeigst im Stream, wie es nicht sein sollte. So wie es macht man es nicht, ja? Wenn du das nicht geskillt hast, dann rollst du da nur ein paar Meter, ne? Und so rollst du jetzt hier ewig. Was eigentlich gut ist. So, jetzt nochmal hier. Sabotage. Sabotage, ja. Ja, ich bin den, der eine Eidfalle, ja. Er musste flitzen. Den einen habe ich klar, ja, ich hab's alle. Ich finde, ohne das Wirbeln ist der Monk bisschen nervig zu spielen. Ist der Mob jetzt noch mit hier mit im Combat oder ist der mit hierher gelaufen? Nee, ich glaube, das passt, oder? Weil nicht, dass er wieder zurückrennt, wie eben, und dann wieder 5 Jahre warten und. Ah, doch, oder? Ja, nee, der passt, der läuft hier rein, wunderbar. Ja, gut, klar.
BRT sowieso oder Maraudern, als es noch komplett war, ne? Aber es geht jetzt quasi nur um die Instanz, wo man, die man jetzt machen muss, um die P oder die NPP zu kriegen, ne? Also quasi die Zeit, die du brauchst, um zum Endboss zu kommen. Und das ist halt definitiv immer noch der Laden hier. Gut, Ausmerzung von Stratholm, wartest du ja schon mal 6-7 Minuten, bis du den ersten Mob angreifen kannst, ja? Also das ist halt auch noch lang. Aber, ja, ich würde nicht mehr Wortel queuen ab Stufe, ja, weiß ich nicht, 68 oder so. Und dann hast du halt einfach die Problematik, dass du da reinkommen kannst und da willst du nicht rein. Also die dauert wirklich richtig lang. Zehn Minuten, seit du die Folge angefangen hast. Ja, ja, ich habe jetzt einen Timer drin, also das passt. Ich meine ja nur, dass ich jetzt so lange schon wieder den einen Weg da gebraucht habe. Ja, ja, das ist nur die halbe Inni, ne? Also das ist... Ja. Ja, ja, das ist hier krass. Ich denke mir, du könntest... Das zweite Mal. Ja, ja. Vielleicht haben wir danach unser Pech-Kontingent aufgebraucht und kommen irgendwie fünfmal hintereinander verliest. Das wäre halt toll, ne? Da willst du Level machen. Müssen wir überlegen. Kriegst du jedes Mal 50.000? Wenn wir schon Level 80 werden. Ja. Wenn wir so auf Verlies kommen würden. Ich weiß nicht, ich bin halt schon die ganze Zeit am Überlegen, ob du es irgendwie beeinflussen kannst, ne? Aber schwierig. Das geht gar nicht. Ja, leider. Wenn ein Tank nur Verlieslisten würde und wir dann zufällig über diesen Tank kriegen würden, hat der wieder kein XP dadurch bekommen. Stimmt, so könnte man es machen. Und wer will das übernehmen von euch? So viele Leute, ne? Das werden wir niemals in eine Gruppe kommen. Nee, das wird schwierig. Da kommst du, das kriegst du fast nicht hin. Du könntest queuen, ne? Und immer wenn du nicht gleichzeitig einen Proc kriegst, wieder raus. So, das könntest du machen. Aber die Zeit erhöht von allen anderen, das haben wir schon getestet in BFA. Man kriegt nie die Gruppe, wo man will. Da kriegt lieber der andere dann eine Zeit von 50 Minuten statt 10 Minuten am Anfang, durch jedes einmal verliert. Einmal liefern 5 Minuten mehr. Wie meinst du die Zeit erhöht? Jetzt weil also steht da eine geschätzte Wartezeit da. Ja. Die wird jedes Mal erhöht, wenn der Tank einmal abgelehnt hat. Echt? Egal, ist ob der so? Mit dir in die Queue gekommen wäre oder sonst irgendwas. Ach so, okay, das weiß ich gar nicht. Das haben wir dadurch getestet, irgendwie stand dann 50 statt 10 Minuten und damit haben es dann irgendwann aufgegeben, zusammen reinzukommen. Gut, aber das, ja, okay. Interessant, das wusste ich nicht, dass da Blizzard so eine Mechanik hat. Interessant. Also man kommt, wenn dann immer mit den gleichen rein, die wo in der Warteliste da oben stehen. Komm, Daumen ja. Daumen. Yes, verlies. Nice. Okay, schau, ich hätte gesagt. Nehmen wir die Quest überhaupt an. Doch, Hogger. Wir müssen nur Hogger töten. Ah ne, alle. Ah, Sad Life. Ich bin echt am überlegen. Ach, das... Nee, Quest können wir nicht machen. Also schon, aber wir müssen alle töten. Ja, nee. Gibt halt 20 Kreip hin. Das ist halt überlegen, ob man sie einmal macht, weißt du, und dann... Wir kommen eh nie wieder rein, lass das einfach. Ich würde sie tatsächlich hier machen, einmal die Quest, weil 20k ist halt eigentlich schon nicht schlecht dafür, dass du hier nur drei Bosse killen musst. Für den einen hast du den Trash eh schon weg. Also machen wir jetzt alle. Ja, lass einmal die Quest mitnehmen. Ja, war nur eine Quest, ne, die wir hatten. Als Horde hast du nur eine. Eigentlich drei. Nee, ich glaube die drei Quests hast du nur als Allianz, das oder? Das ist auch vor der anders, okay. Also, weil ich habe jetzt nur eine gesehen. Ja, ja, doch eine. Allianz ist drei. Haben wir drei. Ah, deswegen gibt's auch 20k statt 5. Naja, das ist mir schon aufgefallen, dass die da irgendwie die Quest-EP anders skalieren. Wenn du viele Quests hast, kriegst du teilweise wenig EP für eine Quest. Ich glaube, ich hätte doch das andere skillen sollen. Hier, den Schießstoß. Irgendwas, wo du weniger Damage frisst. Ja, das kannst du nicht skillen. Du kannst bloß Heilung skillen. Der Boss ist so nervig, echt. Kann man den eigentlich mitziehen oder reset? Ich glaub fast, der resettet, wenn du ihn zu weit ziehst. Aber Hauptsache überall Weihnachtsbäume noch hingestellt. Naja. Hier bei Fettet gibt's auch einen Weihnachtsbaum, ne? Oder nicht einen Weihnachtsbaum, aber so einen Weihnachtskranz hast du da. Okay. Um den Kopf rum, ja. Das Vieh ein bisschen aufgehübscht. Müssen wir mal reinlaufen? Geht das aus mit dem Damage? Riot. Okay, jetzt müssen wir aber...
kommt mal in den Boss rein, dass mein Fass da auch alle erwischt. Okay, das ist HP Gun Damage. Puh. Das geht schon. Ja. Mana ist halt fast weg. Ich bin Arcane Mage, das Mana auch sehr scheiße. Bis du dann deinen Regenerieren hast, aber dann dauert es halt. Aber ihr habt doch diese Heirloom Trinkets an, dass er für jeden Mob Dings kriegt, oder? Mana, der stirbt. Ja. Also hier, das ist gar nicht schlecht, wenn du alles hier in den Boss reinpulst. Gibt's jetzt mittlerweile schon das Item? Weil ich hab's nicht gesehen, wurde. Nee, das war's nämlich nicht. Doch, die Standarddinger mit Int. Ja, ja. Damals. Die gibt's schon lange, die Sachen. Diese blöden Stunts immer. Oh, oh, heil mich mal mit, der Heiler ist noch nicht da. Eins hab ich. Okay, passt. Lauf nicht in den Raum rein, die ganzen Gnolle brauchen wir nicht. Was nicht der Questgeber läuft, meistens dann rein. Muss man dann raus. Was meinst du, Stormcrow? Ich weiß gar nicht jetzt, was du genau meinst mit Stormcrow. Was ich auch noch machen hätte können, ist den Dings farmen, ne? Hier, wie heißt er in. Na. In Form Blackrock, diesen Farm-Dings da. What the fuck, was krieg ich denn jetzt für ein Damage? Orbs aus. Weißt du, ich bin fast am Sterben, wollte mich schon selber hier hochhalten. Ja, ich hier. Nee, irgendwie hast du gerade gar nichts gefressen und auf einmal dann bumm. Interessiert mich nicht hier, ne? Ich hab keinen Mana mehr. Oh oh. Da sind auch zwei Heiler dabei. Geh mal ein bisschen hinter. Mehr. Heil mich mal selber hoch. Hey, dich auch noch. Ist im Enrage, der Hogger. Oh, 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 jetzt müssen wir. Ein wenig Damage, ne? Ja, ja. Angriffstempo erhöht und Schaden um 10%. Jetzt red er rund hier. Jo, jo, jo. 70 Karten gebracht. Quest abgeben und raus aus dem Laden. Ich hab Baumrinde. Taschen sind voll. Die Stufe Baum 34. Ja, die bringt 37.000 die Quest, also das hat sich schon rentiert. Und nochmal Level up, schau. Oh, nochmal ein halbes Level. Ach. Ja, die Quest, die war schon ordentlich. Oh, wenn man nochmal reinkommt. Ja, das wäre jetzt ideal. Ich hab gesagt, fünfmal Verlies, ne? Hier für zweimal diese blöden Höhlen. Fünfmal Verlies ist aber schon, ne? Unterste Verhandlungsbasis, Freunde. Jetzt kommt in die Höhle. Ja. Nee, der geht so. Numeriger, ne, ja gut. Da macht man aber keine Quest mit. Machen wir damit. Ja doch, können wir. Da können wir total viel überspringen, wenn wir es nicht mitnehmen. Keine Klassen mit Pets, zum Glück. Na, Pulti bitte nicht, ihr könnt gleich hier runter. Ah. Warte mal, die Bosse musst du... Aber was bringt denn die Quest? 12.000. Kannst du gar nichts. 11.000 und die gibst du ja immer ab. Ja gut, dann lass sie mitmachen, das lohnt sich schon hier. Weil ja, du ich hol den Boss. Aber sonst möglichst wenig halt. Oh, ich hab meinen... Man interrupt jetzt. Warte mal, auf Zing habe ich. Habt ihr eigentlich schon HT? Ihr Mages? Nö. Okay. Ich kriegen die erst ab 80. Schamgeld, nur so viel. Das hätte ich jetzt auch behauptet, weißt du? Ganz nicht HT gezogen und dann. Nö, den habe ich noch nicht. Schamgeld, nur mit 40. Mages ging später. Okay. 80, ja. Ja, Schami kriegt mit 50 und Mages erst mit 80. Ich lasse euch mal den komischen Schleim da hinten. Obwohl, jetzt bin ich voll, jetzt kann ich da eigentlich mal... Was ist denn das außer Sicht? Blöde Rohr, LOS hier. Ja, ich war fast tot, dann dachte ich mir, ich taunt ihn mal nicht.
Was macht denn der? Irgend so eine Gift-Nova. Und jetzt sind wir alle gedebufft. Das erste Mal Gnummerigan lohnt sich sogar tatsächlich noch. Und du kannst halt, ja, bei jedem Boss hier das weiter abgeben. Kann man hier einen Boss eigentlich auslassen oder muss man den machen, um die nächste Quest zu wissen? Für die Quests musst du sie machen, aber später, also den hätten wir zum Beispiel auslassen können, den wir eben gemacht hatten, ne? Und ich glaube, den auslassen müssen wir also komplett rum. Ja, naja, du musst im Viertelkreis musst du rum. Den könntest, also du kannst eigentlich, glaube ich, direkt zum Endboss gehen, aber für die Quest musst du halt machen und für die Quests lohnt es sich eigentlich, die auch einmal mitzunehmen. Aber danach, wenn wir dann hier nochmal reinkommen, dann kannst du eigentlich zum Endboss durchlaufen. Du musst. Ich bin fast sogar überlegen. Und warte mal, einen Hexenmeister haben wir nicht. Also ein Death. Aber warte mal, als Druid hast du einen Battle Rats, ne? Nope, noch nicht. Na, okay, scheiße. Wann kriegst du den Battle Rats? 42. Okay. Weil dann kannst du einen Death Skip machen. Dann rennst du halt hier einfach volle Kanne durch, so weit wie du kommst. Mit dem Tank. Battle Rats den Tank und dann retzt sich alle. Weißt du, dann wirst du wahrscheinlich schon schneller sein. Das kann man ja trotzdem machen, der Mage kann jetzt Stealth gehen. Oder geht das nicht? Na, das ist aber so eine unsichere Geschichte. Was sonst? Das kann funktionieren, ja, aber was, wen retzt dann der Mage? Stimmt, der kann ja nicht. Oh, ich glaube, die Sache war jetzt nicht ganz zu Ende gedacht, ja? Immer diese Mages. Da steht der Mage da alleine da und. Ja. Schön hier, ne? Bringt dir halt jetzt nicht sonderlich viel. Und dann können wir hier. Das ist nicht am das Rand... Item mit dem Seelenstein 20 Aufladungen. Hier am Rand kommst du vorbei. So weit ist es nämlich gar nicht, weil hier kannst du ja schon wieder rum. Da haben sie mich genetzt. Dagegen Viecher. Die kannst du auch wieder skippen, wenn ihr ganz hier am Rand entlang lauft. Nehmen wir den Klump einfach zum Boss mit rein. Ich bin schon fast tot. Also dann ist, also Gnomeregan war früher so eine Ätzini, weil die relativ lang gedauert hat. Auch wenn du nicht runtergesprungen bist und so, weißt du, wenn du die kompletten Wege hier gelaufen bist, dann ging die schon lang. Aber so finde ich die mittlerweile eigentlich recht erträglich. Da hinten ist nur einer der Caste, den könntet ihr noch range-technisch umfeuern. Ja, ja, abgepinnt. Jetzt müssen wir hier gucken, wo wir runterspringen müssen, dass wir gleich da reingleiten. Hinter oder diesem Flugzeug. Quest-NPC, genau. Dann musst du da unten nach hinten im Raum auch nichts killen, wenn du richtig springst. Pets haben wir nicht, dass alles kommt. Du mit Pets hier, ne? Da hast du echt immer, da hast du Freude in der Instanz, da hast du richtig Freude. Aber die meisten Leute wissen halt, aber da. Und hier, jetzt müssen wir nur einen Fallschirm finden. Na, du musst ich hab die Quest nicht mehr. Ah, fuck. Der ist mittlerweile im Inventar, auch wenn du die Quest nicht mehr hast. Ja, aber ich hatte eben noch an dem Quest-Symbol, ne? Achso, und, ja, das normal. Und in dem Moment, wo ich springen wollte, war natürlich die Quest fertig, weil wir das Item gelootet haben, da war er nicht mehr dran und hab den Fallschaden gefressen. Ah, blödes Geroute immer. Wenn du halt einfach 8 Stufen über mir bist. Hier muss man bloß ein bisschen aufpassen. Hier gibt es so einen Magic-Schadensrückschmeiß-Käse. Der ist das hier. Da grillt ihr euch selber. AOE geht? Echt? Okay. Ich meine, mit dem Paladin-Tank war das hier auch lustig. Das ist ja vieles Magic-Damage.
Wir grillen sich ganz gern mal diverse Caster. Der Druide hat fast alle geholt. Oh, oh, warte. Hast du irgendwas? Puh. Weiß nicht. Ja, doch, jetzt geht's wieder. Ich hab hier mehr Hots drauf, als ich teilweise im Raid immer drauf hab, ne? Das ist irgendwie, naja, das ist eine andere Geschichte. Das ist halt ein Dudu. Ja, wir haben im Raid auch ein Dudu. Achso. Naja. Läuft das falsch. Nee, weiß ich nicht. Vor allem mir fehlen ja noch. Zwei fehlen mir noch. Wo auch Hots wären. Warte mal. Warum kommen die denn die da von da unten? Weil die den Druiden geholt haben wahrscheinlich. Das wird jetzt tatsächlich ein bisschen viel. Jetzt gucken wir mal. Jetzt müssen wir mal schauen. Naja. Ich kann jetzt nicht alle rantaunten, sonst werde ich wahrscheinlich selber verrecken. Lass mal ein paar auf euch. Berserk ist voll cool, 10% Tempo einfach mal für 2 Sekunden. Mein Staffelding ist die ganze Zeit auf rot, aber ich habe die Fähigkeit noch nicht zum Abstaffeln, das weiß ich nicht. Die Information ist nett, ja, aber ich kann nichts dagegen tun. Das ist total dumm. Warte mal, wann kam das jetzt? Warte, habe ich es jetzt doch? Nee. Warte mal. Doch, reinigen. Ab 85, ich bin schon 35, oder? Ah, ja, okay. Never mind, ich kann schon abstaffeln. genau auf dem Level kann ich es mir holen. Nice. Aus dem Sinn durch Schwerter, kein Problem. Ja. Jetzt kann ich wenigstens den Damage loswerden. Und den Interrupt haben wir auch schon. Das ist halt der Vorteil, wenn man so schnell levelt. Da kommt man schnell dahin, wo man hin will. Ah, will das desorientieren. Die Quest nicht aufgegeben, habt ihr die aufgegeben? Doch, tatsächlich anscheinend habe ich sie abgegeben, ja. Ich bin so ins Tor gesprungen, deswegen nicht. Hier habe ich abgegeben, ja. Man müsste mal so die Instanzen so durchranken, ne? Wie lange du für welche Instanz brauchst, um da mal so einen kleinen Vergleich zu ziehen. Verlies hat gewonnen. Ja, natürlich hat Verlies gewonnen, aber jetzt mal so overall, dass du so siehst, was etwa der Durchschnitt ist. Ich würde sagen, so um die 10 Minuten müsste wahrscheinlich der Durchschnitt sein für den Stunt. 10, 12 Minuten, sowas um den Dreh rum. Bin ich gerade in der Range, um Dings zu kommen, ne? Hier, Düsterbruch ist gerade aufgeploppt. Aber du bist ja noch zu low, dass wir Düsterbruch kommen. Burg Schattenfang, naja, die ist okay. Oha. Die ist zwar jetzt auch nicht ganz kurz, ja, aber die ist okay. Quest. Ja, die hat Quests, das... Ich hab keinen... Ah doch, ich jeder 11.000. 12.000. Oh. Ja, doch. Bist du nur Tanks? Nee, ich spiele tatsächlich alles mögliche auch. Aber tatsächlich am liebsten Tanks. Weil du mit dem am besten Solo-Content auch machen kannst, ne? Und es kommt noch dazu, und sagen wir mal... Aber nicht den Boss pullen, auf keinen Fall den Boss pullen. Oh, das ist zu viel, glaube ich. Ja, das ist zu viel. Du hast noch Outrun. Lass bitte mich die Pulse machen, weil das war jetzt definitiv zu viel. Das werden wir. Jetzt habe ich auch keine Rollen mehr, um wegzukommen. Reset das unten nochmal einmal. Roll nochmal hoch. Eigenheilung. Passt auf dich. Ich hoffe, dass meine Hotspot drauf. Dass ja, weil dann brauchen wir bloß ziehen. Länger, als wenn wir es gleich. Ne? So. Jetzt zum Boss. Gleich im Hof müssen wir halt gucken, dass wir nur das Nötigste pullen. Dann können wir nämlich ganz viel skippen eigentlich. Wenn wir die beiden Bonus-Dinge nicht mitnehmen, können wir ja geradeaus hochgehen statt runter. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Wie geradeaus hochgehen? Ja, auf die links in die Tür rein hoch, aber das sind ja auch nochmal Ätzen.
Also da gibt's so halt diesen Boss, der sich splittet zu diesem Wolf da. Ach so, das meinst du, aber ich glaube für die Quest müssen wir den machen? Nee, wo ist denn der Baron? Ah, müssen wir mal gucken. Ich weiß nicht, ob es sich oben rum lohnt, weil das sind halt genauso viele Hits. Der Boss ist halt nicht da. Ja, wir müssen mal gucken, wegen der Quest, aber... Wir müssen den Baron halt killen, ne? Ich weiß jetzt nicht. Das ist der jetzt gewesen. Jetzt müssen wir mal gucken, aber ich glaube, den Typ musst du schon machen. Ja, den müssen wir machen. Ja, stimmt. Hat den einer angequatscht da unten? Ja. Ah ja, er kommt, okay, passt. Ist hier einfach Untote erstatten worden. Du hast einen Schatzguide für Draenor. Kommt der nicht immer? Du weißt, wie lange das her ist. Draenor war vor zwei Addons, ne? Das weiß ich nicht mehr, keine Ahnung. Ja? Also wenn du mir jetzt Sachen fragst, die 3 Jahre her sind, wo ich mal ein Video gemacht habe, boah. Also ein paar Sachen kann ich mir vielleicht erinnern, aber okay, das waren jetzt viele Mobs. Er kann ja warten, bis das Level-Update von gestern irgendwann online kommt. Das sieht man alle. Achso, ja, ich habe ja... Stimmt, ja. Nö, aber du siehst ja eben Handy-Notes alle, also hol dir einfach das Addon. Das ist wahrscheinlich das Sinnigste. Spiel mal bitte noch einen Heal hoch. Das kann ich tatsächlich machen, dass ich den nächsten, das nächste verbündete Volk als Heal hochspiele. Dann mache ich mal einen Heal Druid oder sowas. Das kann man machen. Ja. Ich level halt am liebsten was, wo ich halt auch Instant Qs kriege. Und mit Tanks kriegst du halt immer Instant Qs, ne? Aber ja, können wir machen. Dann spiele ich mal einen Heiler. Ja. Stimmt, was fängst du an hier an? Zandalari Troll oder? Boah, das müssen wir noch gucken. Also. Gibt ja dann, ja, Zanellari-Troll und Dingsmensch, ja. Ich werde wahrscheinlich sogar beide als Druid spielen, um ehrlich zu sein. Weil, beide cool auch schon. Ja, weil beide geile Druid-Gestalten haben, muss ich sagen. Also, die machen fast am meisten her. Da hinten haben wir jetzt noch einen Range-Mob, der so ein bisschen Stress macht. Und wann kommen die Farbe? Also, wann kommen jetzt die Zanellari-Trolle? Die dürften, also nicht mit dem Raid, sondern mit dem nächsten großen Patch kommen. Wahrscheinlich dann mit 1.5 müssten die kommen. Okay. Da müssten die. Ich pull den ganzen Klump raus. Wir machen jetzt einen großen Pull und ich pull die raus. Okay. Haben wir noch genug? Einfach raus, einfach raus um die Ecke. Ja, gut, du musst ja die Dings. Kommt hier um die Ecke. Naja, komm an. Ah, da kommen alle. Ja, sag doch, das ist ein großer Pull. Einfach hier um die Ecke rum und einfach drauf da. Kannst du halt auch schöner ehen. Du hast den Boss gleich mitgenommen. Ja, ich hab doch gesagt, ich pull den Boss und alle einen großen Pull. Und jetzt alle so, was, du hast den Boss mitgepullt? Och, da kommen noch mehr Mobs. War jetzt überraschend. Das hat gar keiner gesagt vorher, dass jetzt alles kommt. Weißt du hier, ihr seid mir schon welche. Ja, die rechte Seite steht aber noch, also die können wir dann gleich nochmal. Also nee, die können wir stehen lassen eigentlich, die brauchen wir gar nicht. Warum rennst du denn raus? Was machst du denn da? Nein, warum pullst du die denn? Die brauchen wir gar nicht, kannst. Nein, die kannst du stehen lassen. Ich bin auch bis zum Boss gekommen, ohne die zu adden. Ach. Ich pull sie eh. Also du willst damit sagen, du bist ein Gimp und deswegen pullst du lieber gleich, okay. Genau das hast du damit ausgesagt, ja, okay. Dann kriegt man mit 40 kriegt den Feuerdings. Heil mich lieber. Wie lange geht die Episode noch? Oder Folge? Wir sind ja erst bei einer halben Stunde. Achso, okay. Also das geht. Ja, sonst würde ich sagen, aber na jetzt wollen wir nach der nächsten Nini erstmal wieder den Buff holen, weil sind wir 40 und dann überschreiten wir einmal. Ich glaube, die kannst du, glaube ich, nachholen. Das dürfte kein Problem sein. Aber wir können es dennoch machen. Ich stehe da eh. Also. Ich muss einen Knopf drücken. Dann bin ich auch da. Gehen die Buffs weg mit Level 40 dann? Du kannst alle 10 Level, kannst du einmal so einen Buff holen. Das können wir schnell machen, bevor wir die nächste in die queuen. Wir können ja in der Instanzgruppe bleiben. Ich meine, der aktuelle bleibt aber da die Zeit. Ja, ja, klar. Ey, das deckt sich einfach immer weiter, quasi. Ich habe ja eh noch 6 Stunden oben. Ja, 5 Stunden Buff.
Also, wenn ich jetzt, ich hätte mir gar nicht so viel Priest-Decken brauchen, wenn ich jetzt eh in einer Stunde fast die 10 Level voll mache, ja, dann kannst du schon, ja, das ist eh krass. Ja, weil jetzt habe ich erst eine halbe Stunde und ich bin jetzt auf 37, ne? Ich denke mal, auf 40 komme ich in der Episode eh noch. Also, von dem her. 60 brauchst du eigentlich nicht mal mehr Stacks. Und ab 80, glaube ich, geht's ja eh weg. Bin gerade am Ja, ab Überlegen. 80 geht das Jetzt haben weg. wir aber. Jetzt haben wir alles am Arsch. Okay, da müssen wir raus. Das macht kaum Damage. Ich sag mal so, wenn man hier den ganzen Raum am Arsch hat, dann versucht man. Also kann mich da auch reinstellen, ne? Du wirst dann geblamed, wenn ich tot bin. Also, ja, ich bleib da jetzt stehen, ne? Wenn ich jetzt sterb, dann bist du schuld. Und macht ja kaum Damage, heilig easy weg. Mein Mana. Ja, du, ich sterb grad, ne? Ich stehe jetzt in der Dings. Ja, ich muss raus Mana hier. ist leer. Ja, du bist so ein Held, Das habe ich weißt nicht gedacht. Oh ja, ich bin du? irgendwie drei. Große Oh, Mana Sprüche ist leer. raushauen, Nein. ne? Hier, easy, ja, alles kein Problem. Also Und dann. wäre sie zu heilen, aber Mana ist leer. Mein Ja, so eigenes Ding. ungefähr. Du bist schon so ein Heiler, ne? Warte mal, den hätten wir gar nicht gebraucht, oder? Oder hab ich jetzt. Doch, 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 nee, den doch, müssen den wir brauchen wir erstmal auch. fest. Ah, okay, hilft alles nix. Sagt, wir müssen Gut. hier drin abgeben. Ach so. Alright. Er ja, ist ein bisschen anders als bei der Allianz, ne? Ja, die Allianz gibt draußen die Order hier. Heute im schönen Warmen hier. Mein Gott, laber doch nicht so lang. Bei der Allianz ist doch auch immer ein Borg, oder nicht? Ja, genau, der Vox steht an der Seite, den verpasse ich aber auch regelmäßig. Ja, die meisten Random-Spieler hier, egal ob Horde oder Allianz, denken, oh nee, ich spiele, ah ja, Verkaufsmount. Ich kann auch Hier nicht steht er kaufen. immer. Ja, genau. Das Ding Klumpi in den nächsten Ding reinziehen, in den nächsten Raum. Können wir aber auch ein bisschen was skippen. Ich stehe Er hier um holt die die Ecke ganze rum. Ini. Ja. Oh oh. Heil mich! Ich muss wissen, dass du da stehst, wenn ich nicht hinkomme. Nein! Okay. Hast du Also was habe in Battle ich noch Rats keine jetzt, oder? Unsichtbarkeit. Ah, jetzt macht's. Ah. Okay. Ah, schnell freilassen. Ich lasse auch frei, das wird, glaube ich, da nichts mehr. Laufen wir da hin. Schaust du immer bei mir dran bleibst, du hast ja eh die Dingsgestalt, dann ist hier eigentlich easy für dich, Astrid. Kann die Gestalt nicht rein, nur in die Katze. In die Katzengestalt, ja, da bist du So. 30% schneller, das reicht eigentlich, da kommst du eigentlich easy hinterher. Ich bin ja nur beim Rollen fixer als du. Bin gerade überlegen, was ich eigentlich für eine Volksfähigkeit habe, ne? Die hab ich auch noch nicht rausgezogen. Ja, das ist so ein Random Buff, also. Also nichts, was ich aktivieren kann, oder? Ja, doch, doch, doch. Ruft er an. Also rufst du Typen herbei und dann kriegst du irgendeinen Random Buff, zum Beispiel Tempo erhöht, kritisch Treffer erhöht. Nee, das hier ist passive Volksfähigkeit. So blau, Volks. wo drei Ohrköpfe drauf Ah, sind. hier, ja, stimmt. Oh mein Gott, die habe ich die ganze Zeit noch nicht. Okay. Ja, ich auch nicht, aber. Ja gut, ich weiß jetzt nicht, ob das krass ist, ne? Das werden wir jetzt gleich mal ausprobieren. Eigentlich nicht so klar, dass hier ein dunkler ist ein Zeug. Okay, was soll ich jetzt bekommen? 25 Vielseitigkeit. Okay. Jo, passt. Antje, grüß dich. No, no, nochmal die Info, ne? YouTube ist hart am laggen, deswegen auf Twitch gehen, ne? Dass ihr Bescheid wisst. Wahrscheinlich bin ich jetzt hier noch in der vorletzten Inni bei euch. Okay, diesmal haben wir die nicht geaddet, die ganzen Scheißmobs, sondern die können wir weiterziehen. The fuck, wie weit du mittlerweile rollst? Kannst du dreimal dollen. Zweimal. Das ist nicht mitgespielt. Nee, aber ich habe den Speedbuff, das ist besser. Du kannst Das nicht. mitskillen, dass du beim Rollen den Speedbuff kriegst, den kannst du halt stacken. Ist das nicht ein PvP-Talent, das man dreimal rollen kann? Nee, das ist ein Standard-Talent. Das ist ein Entweder dieses Standardding. Blitzen Ah, okay. oder Lolde.
Kannst halt eins von den drei Rolldingern skillen, ne? Dann kriegst du halt einen Buff, dass du 30% mehr Movement Speed hast. Und das kannst du aber halt für 8 Sekunden dann nochmal, das kannst du dann aber nochmal hochstacken. Das ist halt. Also, das ist halt schon stark, ne? Finde ich stärker als das dreimal Rollen. Warte mal, ich muss mal ganz schnell was gucken hier. Habe ich kein Damage-Spell rausgezogen? Okay. Ich musste fix meinen Untätigkeits-Buff wegkriegen. Sorry. Die wollten mich gerade aus dem BG rausvoten, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Und ich bin als Heiler drin, ich hätte kein Damage-Spell rausgezogen. Wenn du heilst, dann bist du trotzdem untätig. Das ist doch dumm. Die armen Leute, die mit dir auf dem BG sind. Ja, gut. Muss ja Ehre dingsen. Du, ich war. Heute Nachmittag war ich im BG, ne? Kakmugan-Dings da. Ich habe am Anfang nur Orb aufgesammelt, habe mich in die Ecke gestellt, in den mittleren Dings, ne? So, dass die anderen mich nicht sehen. Ich habe damit. Übers ganze BG hat mich anscheinend da keiner gefunden, weil ich stelle mich da immer so. Versteckten Ecke. Ich habe damit 450 Punkte von 1500 gefarmt und doppelt so viel als jeder andere Allianzler, der in dem BG war, der was gemacht hat. Ja? Und dann weißt du halt, wie scheiße die Leute sind. Wenn du full AFK mehr für den Win beiträgst als jeder andere, da weißt du halt schon, was los ist. Wahrscheinlich wurden die Allis einfach nur abgefarmt und haben dich gar nicht finden können. Ich habe mich halt da richtig gut in die Ecke reingestellt. Ich weiß schon, wo die Spots sind, wo du gut dingsen kannst. Naja, noch knapp 70 Ehrenlevel muss er ja. Ja, ein bisschen was muss ich noch machen. Also, so, ja. Obwohl, hier ist unten die Quest, ne? Hier laufe ich nämlich immer hoch. Wo ist denn der Typ? Mach die Tür auf. Bei der Dings geht das auch schneller, ne? Der Walk springt hier immer nach oben. So, Quest haben wir. Das wird fast 10 Level fertig. Und die Mages hast du auch fast beide. Ja, ich sag doch, das macht schon ein bisschen was aus, wenn du die ganzen EP-Sachen drin hast. Also da kommst du halt schon gut schneller hoch. Das auf jeden Fall. 30 dann auch nix, für die wo du eh nicht kriegst in Dungeons. Das ist auch vor, das sind ja eh plus 10. Achso, das meinst du. Ja, gut, wenn man halt normal leveln würde, wird's halt schon nochmal gut was bringen, das ist klar. Weißt du, wenn du dann hier jetzt questen würdest. Ich habe mir auch schon überlegt, ich glaube, als Allianzler mit dem Questen, das kann sich halt schon rentieren, ne? 30% ist halt ordentlich was. 10% macht jetzt, glaube ich, zu wenig Unterschied, weil Instanzen, vor allem wenn du die richtigen Instanzen kommst, dann machst du da schon wesentlich schneller die Stufen. Und richtige Questgebiet halt. Ja, ja. Viele auf einmal abküssen. So wie BFA am besten. Na komm her jetzt. Setz einen Schuss hier rein. Einem gildenen Wirt kommen, dann. Da könnt ihr jetzt, da unten wo er steht, könnt ihr schon ran, da pullt ihr die anderen nicht. Na komm hoch hier. Na gut. Ich bin ja überlegen, was du hier skippen könntest, auch nicht so viel, ne? Du, den einen Wolf-Boss unten kannst du halt skippen und sonst. Sonst leider nicht so viel. Gut, obwohl den einen eigentlich auch, ne? Den in dem Raum. Musst du auch nicht unbedingt machen. Nice. Level up, sogar zwei gleich.
Auf 39, das können wir jetzt noch holen. Ja, nehmen wir die Schuhe mit. Jetzt machen wir das mit dem Mönch, ne? Mit dem Teil da. Ja, wir können das machen. Bleibt mal aber in der Instanzgruppe am besten. Dann tun wir gleich wieder darüber. Dann tun wir da wieder drüber. Hey, du kannst zuerst mit 40 das holen. Ne, mit 30 auch schon, meine ich. Achso. Okay. Jede 10 Level müsste das sein. Also ich habe keine Quest. Nee, dann ist es anscheinend erst mit 40, okay. Ja gut, dann queuen wir gleich wieder. Oh, ich bin jetzt gerade echt am überlegen. Eigentlich? Ich hatte jetzt auch gedacht, dass es alle 10 Level war. Ja gut, vielleicht ist... Verändert. Vielleicht war das ab 40 dann erst, das kann natürlich auch sein. Also du kannst... Zum Beispiel am Anfang direkt dreimal, statt einmal. Schau, sagt er, jetzt kriegen wir dann ein bisschen. Mal. Und noch dreimal. Hey, wer kann denn schon diesen Clone machen? Ich. Na gut, wir haben nur einen Druid, also. Ne? Ja, aber kann man das nicht eigentlich erst mit dem Talent? Erst ab. Es kommt relativ viel. Also ganz durch können wir nicht. Nee. Wir werden halt wipen, ne? Wenn. Oh mein Gott. Schön das drauf. Ja, ich werde halt sterben. Ich bin immer noch genetzt, ich kann nicht mehr weglaufen. Nee. Ich kann keinen anderen heilen, nur dich, wenn du. Wirst du nicht, ich heil dich. Ich bin auch durchbetäubt. Sag drauf. Oh, nochmal Netz. Nee, jetzt will ich sterben. Es geht nichts mehr. Leute, das bringt nichts hier, die ganzen Laden zu pullen. Also wir können bis vor und dann... Jetzt dürfen wir sie nicht aus dem Combat lassen, die Viecher, weil die sind alle fast tot. Die kommen nie aus dem Combat, also hier drin zu müssen. Nein, wenn wir alle sterben, dann ist vorbei, ne? Dann resetten sie. Dann war alles um die... Oh, jetzt habt ihr da hinten noch gepullt mit Combustion, die brauchen wir nämlich gar nicht. Also dann brauchen wir halt bloß länger, weißt du? Lass lieber auf zweimal das machen, dann ist easy. Nee, der Karatrick, den haben sie kaputt gemacht, da kriegst du nichts mehr. Leider. Da kriegst du nichts mehr. Kann auch wer die Tentakeln aufstellen? Nö, ich hab meine gerade vorhin gezogen. Ah, ich auch. Okay. Da ist vorbei. Einfach nur Fogger durchziehen, die Trash-Mobs müssten schon einfach im Cleave sterben. Ey, der Karatrick war schon gut, ne? Als der noch ging, ein Traum war das. Aber den haben sie leider genervt. Sehr, sehr schade an der Stelle. Ich mach auch Tentakeln jetzt. Ja, jetzt schau, jetzt haben wir die Gipfelquest. Gut, dann... Ja, ich noch nicht, bin erst 38. Ja gut, egal, dann kann ich sie danach machen, dann cuben wir jetzt nochmal. Muss ich ja nicht sofort machen. Please. Ja, das wäre gut, wenn wir nochmal reinkommen. Ja, Stufe 40. Also wenn ich echt in einer Stunde 10 Level schaffe, dann ist das nice. Das ist echt nice. Ah. Warte, geht auch. Kloster ist in Ordnung. Okay. Ja. Überspringen wir oder machen wir alles mit? Ja gut, wir haben Quests, ne? Also das würde ich jetzt schon mitmachen. Wenn ihr schnell seid. Könnt ihr die Dogs da hinten. Na, ihr habt sie mitgepult. Das ist jetzt nicht. Das ist jetzt gar nicht gut. Oh, ich hab immer noch das Schild drauf. Okay, jetzt. Ich wirbel. Ey, kannst du mit dem Monk, mit dem Rollen halt relativ zügig davor.
Musst du da nicht so viel machen. Sag mal, jetzt müsste ich doch meinen Feueratem, oder? Müsste ich den jetzt nicht haben? Hatte ich nicht vorhin irgendwas von... Ah, ja. Perfekt, da. Ja, nice. Ja, ich pull mal einen Boss rein, komm her. Jetzt kann ich zumindest reinbreffen, das ist schon mal viel wert. Blöden Hunde, echt. Jetzt müssen wir bloß gleich bei dem einen Wirbelboss gucken, dass wir es hinkriegen, dass wir nicht alle im Wirbelding landen, ne? Das ist immer das Härteste hier. Hey, warum hast du jetzt dein Dings hier reingehauen, die Mobs? Wieso nicht? Das bringt halt einfach gar nichts. Nicht da reinlaufen, bevor die jetzt nicht die gekillt haben. Und wir können hier ganz am... Ah, jetzt habe ich mitgepult, okay. Nee, die hätten wir gar nicht machen brauchen. Oh Gott, bleiben wir hier hinter der Mauer. Ja, die müssen dann alle hier rumkommen. Jetzt brauchen wir Damage. Leer. Ja, Furorfäuste. Können wir die skippen? Hier gehen wir. Oh ne, okay. Oh, die kannst du skippen hier. Das plus. Ich glaube, Mobs haben wir genug, die da hinten noch kommen. Ja, aber drin. So schnell. Das sind einfach umbürsten. Da kann man mittlerweile so schnell killen, dass er nicht mal einmal wirbelt. Ja, weil das ist immer echt kacke. Ate und druft da. Druft da. Druftnüscheln. Wie ein Kollege vom Osten immer sagt. Aber heilen musst du mich schon, ne? Damage gemacht. Oh, so schnell geht er rum. Oh, ihr habt die Dings gepult. Die kommen immer im Bossfight. Nee, die kommen immer. Kommen die immer? Ja, der ruft immer seine zwei Wachen nach. Jo, perfekt, down. Nice, im Sommer. Achso, die spawnen sogar perfekt. Jetzt hab ich die nur gewirbelt. Warum hab ich Achso, doch, ja. Ich bin im Kampf. Ich wollte gerade sagen, warum habe ich ein Leder-Item, aber ich bin ja nicht mit dem Pala unterwegs. Ich denke mal, wir müssten genug Mobs da hinten noch haben, ne? Was haben wir jetzt? Ja, klar. Zur Not nehmen wir das am Spiegel mit. Zum linken Raum. Schon die da hinten sind fast alleine 50 Mobs. Na dann. Autsch. Muss weg, Dingsen. Unsere Crazy Mages, die immer über alles reinpullen, ha? Dann wollen sie noch Ritzer. Ja, dreist aber auch, ha? Jetzt sie mal, dann pullen wir die am besten raus. Danke. Tentakeln sind ja wohl alle ready. Ja, setz dich. Er muss eh erstmal die Kuppel abwarten, die dann gleich
Oder halt interrupt, ne? Kannst alle, alle komplett rausziehen. Ja, die müssten ja alle fallen, ja. Die haben ja alle nicht viel Life, also das ist alles easy. Bloß du musst halt diese Interrupts auf die auf den Dings kriegen. Ja, ja, den ersten habe ich unterbrochen. Okay, passt. Unterbrochen. Zack, down. Pup. Es waren 50, passt. Pup. Naja, wie gesagt, ihr müsst halt auf Twitch gucken, ne? Auf YouTube ist halt der Hardcore-Lag. Schau du scheiße eh schon nicht mehr, weil du nicht antwortest. Da bist du immer noch im Borg-Startenfang drin. Von uns gerade das verliebst, aber. Ich weiß nicht, also ich konnte glaube ich auch nur die einen, die reinpacken, die quasi Dings waren, ne? Die, mit denen ich es gemacht hatte. Aber vielleicht fixen sie das noch. Unendlicher Atem. Was macht der denn? Ja, das ist doch dieser, dieser Unterwasseratmungsbuff, oder? Transmog, das kann ich sogar noch brauchen, schau mal an. So, eine schnelle können wir noch machen, würde ich sagen. 5 Minuten haben wir noch. Kriegen wir die schnelle noch hin? Achso, die Quest, ja, aber bis der Block kommt. Ich muss ja erst die Leiche noch durchnehmen. Was durchnehmen? Ich weiß nicht, was er mit dem macht. Irgendwas rausnehmen wahrscheinlich. Achso. Na. Ein Random of OG, okay. Ah, der ist auch. Ja, das geht eigentlich relativ gut. Da kann man gut zusammenpullen. Hier ja, du kannst links reiten, einfach rauf und. Ach so, das hätten wir auch machen können. Ich laufe eigentlich immer hier. Den Haufen musst du aber kaputt machen, sonst spawnen die ganze Zeit weiter Viecher raus. Das ist ein bisschen nervig. Ach, der ist kaputt, gut. Naja, das. Jetzt können wir eigentlich bis zum Boss vorlaufen. Dann auch. Musstest du aber für die Quests. Nee, musst du nur das Schwert holen. Die Geister brauchen wir auch nicht links. Du musst nur einmal looten, abgeben, looten. Ja, stimmt, das war hier ein bisschen tricky. Naja, er geht da gleich hoch, ne, hier. Ist doch jetzt schon looten. Ah, der Tank vielleicht nicht, oder? Ja, wollte ich gerade sagen. Tank muss was leisten, im Gegensatz. Die DD ist schnell, Alter. Also wie oft ich dich jetzt schon gerettet? Ja, das ist ja auch dein Job, dass du mich heißt. Weiß ich nicht. Ich werde nicht bezahlen. Doch, EP ist die Bezahlung. Sonst wärst du immer noch Level 25. So sieht's aus. Na doch, es ging sogar. Boss castet immer wieder zwischendrin, da geht es relativ zügig. Geedit. Lauf einfach weiter. Die Geister machen nicht so viel. Okay. Schieß da mal einen an, einen Mob da. Oh, habt ihr die Neutralen gepullt? Die sind aber kacke. Warte mal, haben die sich jetzt hochgebufft? Oh, die haben sich hochgebufft, die Geister. Hier um die Ecke rum, hier um die Ecke rum. Tentakel Power. Oh, ich bin wegbetäubt. Ab erst in 30 Sekunden viele. Ja, habt ihr jetzt alle. Ihr braucht gar nicht viele holen eigentlich in dem Raum. Das ist jetzt nicht gut. Ich heile wieder mit. Nee, noch muss nicht. Ja, jetzt habe ich keinen Mana mehr. Oder kein Ski, mit was ich auch mal hier heile. Fürze. Oder Alkohol. Irgendwas. Habt ihr den ganzen Raum geholt, könnte das sein? 40 Sand. Nice, 40. Jetzt haben wir Kranich teilen. Jetzt geht's los. Bam. Kaum hab ich Kranich, geht's hier los. Oh ja, sieht ein bisschen leer aus. Ihr habt die ganzen Seiten gemacht, aber nicht die Patzen in der Mitte. Aber gut, da zumindest an der Treppe habt ihr die mitgenommen. Okay. Oh, als ob wir die auch gepult haben, okay. Die echten wären besser gewesen, da kann man die oben umgehen. Ja, stimmt.
Hier kannst du, glaube ich, nicht, ne, wenn du da hochspringst, pulst. Ne, passt nee. Trotzdem. Den da unten jetzt nicht gefinisht, jetzt hat er sich nochmal hochgehalten, ne? Geht den mal. Ich pull dann den Boss in der Mitte raus, sobald er in der Mitte ist, da kannst du nämlich durchlaufen. Tentakel Power. Noch Cooldown. Hä, warum hält er sich denn jetzt immer wieder? Hütet euch. Fuck. Komisch. Jetzt droppt er. Hä, was war denn das gerade? Das hab ich ja noch nie gesehen. Hä? Irgendwie laggig? Ich hab anscheinend ein Standbild. What the fuck, was war das jetzt? Master Lag. Das macht er gegen Ende auch einmal. Oh, oh, oh. Hm. Komisch, ja. Du kannst ja genau in der Mitte durchgelaufen. Warte mal, dann machen wir jetzt hier mal nur eine Seite. Laufen einfach. Was? Nicht den Boss pullen. Ja, warum pullt er denn den Boss auch? Jetzt könnt er nicht mehr retzen. Lasst mich doch bitte pullen, sowas nervt einfach nur. Sieht doch, wer gepullt hat. Ja, keine Ahnung, lasst es halt einfach. Keine Ahnung, ich habe halt immer noch keinen einzigen Death-CD. Wenn hier halt ein Haufen Damage auf einmal reinkommt, dann ist halt einfach vorbei. So, es geht. Es, ja, nee, weil nicht. Wir sind Bosskampf sind. Nie den Boss zum riesen Trash-Pulter zu adden. Weil das dauert einfach viel länger jetzt. Battle Rats hast du noch keinen, ne? 42. Ich hab grad nochmal nachgeschaut. Ja, nee, wie gesagt, auf YouTube hat's halt einen krassen Delay. Das ist das Problem. Aber ich würde jetzt eigentlich YouTube komplett abschalten, ne? Aber das bringt halt nichts, weil ich es über Raystream mache und ich ja dann, dann wäre Twitch auch weg, ne? Ich könnte es irgendwie in den Titel reinpacken, aber das ist halt auch blöd. Ich glaube, das will YouTube nicht, dass du Werbung für ein Dings machst, aber heute müsst ihr halt auf Twitch gehen, ne? Wenn ihr nicht den krassesten Delay drin haben wollt, weil das halt fast 20 Minuten sind, ne? Was du Delay hast. Mal schauen. Mit dem Abschluss und der Quest müsste ich ja eigentlich nur easy auf 43 kommen. Dann sind wir eigentlich relativ gut in der Zeit. Die Flas ist auch gerade abgelaufen. Gut, ich könnte jetzt eine neue. Obwohl, wenn ich tot bin, kann ich gar keine neue reinhauen. Ja, blöd. Blöd, blöd, blöd an der Stelle. Nee, im Moment sind wir voll, aber vielleicht wird später ein Platz frei. Dann kannst du gerne mit einsteigen, wenn du möchtest. Musst du halt gucken. Jonas, du musst mal irgendwas machen. Du hast immer hier komische Geräusche. Also wenn denn die Sensibilität ein bisschen umstellen oder am besten dich muten auch. So, ach, nochmal Schuhe, schau mal an. Mit Schuhen kann ich mich zuschmeißen. Gut, jetzt sind wir so auch Level up geworden. Achso, der Boss liegt ja da hinten. Ganz kurz auf, kann? 2 Sekunden. Ja, jetzt können wir ja die Quest machen mit der. Ja, die können wir dann gleich basteln. So, mit der Folge war es das dann aber auch wieder. Mich hat's gefreut, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Euer Tiller. Ciao.